Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Radsport Manager 2014. Wir starten heute rein in den Giro d'Italia. Das wird interessant. Teamzeitfahren haben wir hier und alles drum und dran. Und wie gesagt, Kittel hier, den nehmen wir nur mit, der soll langsam fit werden. Seine Fitness ist schlecht, sein Rhythmus ist schlecht. Der soll das alles hier langsam mal ein bisschen aufbauen mit. Der soll einfach mitrollen und wenn er es eben nicht schafft, dann können wir den auch rausnehmen. Und wenn er es schafft, dann kann er vielleicht auch noch Sprintanfahrer für Degenkolb werden. Andernfalls haben wir dafür noch einen Alstrad dabei. Wen haben wir noch dabei, der helfen kann als Sprintanfahrer? Niemand. Aber gut, uns gingen die Fahrer aus. Sagen wir es einfach mal so. Uns gingen hier die Fahrer aus. Ja, Barguil haben wir auch dabei. Barguil, der ist ja eigentlich super gut unterwegs. Ist Puncher, ist Hügelfahrer, ist Bergfahrer. Wenn dem Zeitfahren noch ein bisschen besser würde, dann haben wir mit ihm natürlich einen super, super, super Etappenfahrer. Und ja, auch ihn werden wir hier eventuell einsetzen. Ich hoffe, dass über die Berge nicht nur dafür da ist, Degenkolb zu beschützen. Ich hoffe, dass wir ihn über die Berge auch mal irgendwie auf Punkttrikots, auf Bergtrikots und so weiter fahren lassen können, dass wir hier ein bisschen was mitnehmen beim Giro d'Italia. So, aber lang genug geschwafelt. Wir gehen mal weiter. Und oh, das geht sogar los. Belfast? Der Giro d'Italia in Belfast? Okay. Ja, öfter mal was Neues. Wir nehmen hier natürlich einen Arzt mit und mal im Briefing gucken. Oh, das sieht nicht gut aus. Schlechter Rhythmus, durchschnittlicher Rhythmus, gut, gut, ausgezeichnet, schlecht, schlecht, ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, wo haben wir Degenkolb? Das ist gerade mal gut, aber gut. Gut geht ja noch, gut geht ja noch. So, heute ein Teamzeitfahren ist natürlich, das ist der Super-GAU. Weil Teamzeitfahren, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir haben keine richtig guten Zeitfahrer. Wenn ich hier reingucke, Zeitfahren 59, Zeitfahren 60, Zeitfahren 66, Zeitfahren 63, Zeitfahren 69, 54, 60, 63 und 66. Das heißt, mit denen werde ich wohl nicht viel reißen. Simuliere ich das Ganze, kriegen wir realistische Ergebnisse. Da bin ich dann vielleicht eine Minute oder vielleicht auch zwei Minuten hinten dran. Wenn ich das Ganze live fahre, kann es passieren, dass ich auf die Entfernung 5 Minuten verliere. Ist eine gute Frage. Wir haben keinen richtigen Zeitfahrer dabei. Ich glaube, wir riskieren es nicht. Ich glaube, ich schließe mich da euch an. Es gibt ja welche, die mir geschrieben haben, von wegen, lass es, simulier das Ganze. Wenn du das simulierst, hast du bessere Chancen. Und ich glaube, ich mache das auch. Wir nehmen hier natürlich das Setup, was eindeutig am besten ist. Das hat 13 Aerodynamik. Und ich glaube, das passt auch. Hier ist kein wirklicher Hügel drin. Und dann gehen wir hier mal auf schnelle Simulation und starten sozusagen den Giro Italia mit einem Zeitfahren, was wir simulieren und hoffen, dass wir dann nicht unbedingt jetzt Letzter werden. Nein, wir sind nicht Letzter. Seht ihr, das ist das, was ich meinte. Wir haben jetzt 1,33 Rückstand. Ich kann euch versprechen, also wir haben Eurocar geschlagen, wir haben Wanty geschlagen, wir haben Neri Sottoli geschlagen. Das sind wohl die kleineren Teams. Ich sag's mal so, ich bin feste der Überzeugung, hätte ich das selbst gefahren, hätten wir jetzt 4 Minuten Rückstand und wären Letzter. Also von daher haben wir uns hier eine gute Position gebracht, dass wir das so gefahren sind, wie wir es gefahren sind. Gewonnen hat das Ganze übrigens Garmin Sharp vor Trinkhof Saxo. Und jetzt bin ich gerade am gucken, hier haben wir Team Sky, die haben 30 Sekunden Rückstand. Da liegt aber auch nicht so wirklich der Fokus drauf, auf dem ersten Zeitfahren. Hier kommt es noch auf andere Etappen. So, und ja, ich weiß nicht, was sie dann noch haben wollen hier von mir. Vermutlich geht es noch weiter bei diesem Forges de Dunkerquick oder sowas. Oder geht es einfach einen Tag weiter? Ich glaube, es geht einen Tag weiter. Das sind wir schon gefahren, oder? Das wird interessant. Wenn es einen Tag weitergeht, wird es interessant. Ja.
Velas. Velas will aussteigen, weil es ihm nicht gut geht. Ich glaube, wir können ihn gar nicht aussteigen lassen. Ich glaube, das ist eine unserer besten Platzierungen. Ah ja, das ist top platziert. Nee, das geht nicht. Das ist auf 13 platziert. Also der muss das durchstehen irgendwie. Hört sich blöd an, aber ich riskiere es einfach mal und nehme ihn nicht aus dem Rennen. Obwohl wir es könnten. So, Material für diese Etappe, sagt der Hügelig, sagt der Hügel-Setup. Bin ich mit ihm einer Meinung. Velas lassen wir hier natürlich nicht angreifen. Der soll hier bei Arndt und Janse van Rensburg dabei sein. So, und der Sprinter und es ist einfach nur zum Mäusemelken. Warum wird der denn jetzt krank? Ja, das ist wirklich, also das geht mir so ein ganz klein bisschen, geht's mir langsam auf den Sack. Wer ist denn der Bestplatzierte von uns? Jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Devenant ist der Beste von uns, den lassen sie frei stehen. Das ist unser Kapitän, der fährt für Gelb. Der hier soll fahren für Etappensieg. Die soll ein bisschen für ihn arbeiten. Velas darf ruhig mal versuchen anzugreifen. Und ansonsten haben wir hier alles. Und dann machen wir schnelle Simulationen und hoffen, dass der Velas nicht komplett abstirbt. Oh, Devenance gewinnt. 52 Sekunden. Alter Schwede, jetzt hat er aber reingehauen hier. So, dann haben wir hier Demasu, dann haben wir hier Sprick, das sind seine Helfer, dann haben wir Janse van Rensburg, der hat richtig verloren hier. Dann haben wir hier Arndt. Dann haben wir hier Velas, der als 67. reinkommt mit 1,28 Rückstand. Also ich meine, klar, dass der nicht gewinnt, war uns ja klar. Und dann haben wir hier Bert de Backer. 6 Minuten Rückstand. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Den hatten sie vorgeschlagen als Kapitän. Wir haben, glaube ich, die Gesamtwertung damit auch übernommen. Tatsache, haben wir. Gigantisch. Wir haben die Gesamtwertung übernommen, hier in diesem Ding hier mit. Devenance, ja. Ich glaube, mit dem haben wir gerade eben die Gesamtwertung hier übernommen. Ich bin völlig sprachlos. Absolut krass. Und hier, ja, das ist dann die erste Giro-Etappe und da bin ich jetzt wirklich am Überlegen. 216 Kilometer, 8 Minuten läuft der Part schon. Macht das Ganze Sinn, das Ding jetzt noch live zu fahren oder wird das dann hier ein 90-Minuten-Part? Das Ganze überlege ich mir jetzt gerade mal. So, ich habe es mir überlegt. Geschissen drauf, wir fahren die Etappe. Ich habe Bock, Giro zu fahren und das Zeitfahren war ja nicht so wirklich ein Zeitfahren. Das war ja einfach nur simuliert. So, hier haben wir eine flache Etappe. Das heißt, das geht für die Sprinter. Oh, das wird interessant. Sprinter. Eine Sprinter-Etappe und jetzt brennt mein Auge. Ich glaub's ja nicht. Warum brennt jetzt mein Auge? So. Jetzt brennt's Auge nicht mehr. Einmal Durchgewicht. So, also Aerodynamik 11,5. Das ist wenig. Wir bräuchten bessere Aerodynamikteile. Gibt es denn hier keinen Radhersteller, der 5er Aerodynamikräder macht? Das ist ja ein Drama. Deshalb, also mir hat irgendjemand geschrieben, ob das an der KI liegen kann, dass wir irgendwie immer so blöde dastehen. Ich glaube langsam, es liegt so ein bisschen am Material, weil also 11,5 Aerodynamik ist natürlich schon ein bisschen weniger. Und wenn man dann noch so ein bisschen so die Fitness der Fahrer sieht und so weiter, ist natürlich auch nicht ganz so das Top-Ding schlechthin. Und ja, ich weiß halt auch nicht, wie ich es genau formulieren soll. Also
Es ist halt nicht so ohne, sagen wir es einfach mal so. So, ich bin jetzt gerade hier am Gucken. Wen haben wir denn, der ausreisen kann? Ich würde sagen, wir schicken Barkuil, schicken wir auf die Bergpunkte, denn das ist Blödsinn, den zum Kapitän zu machen. Aber die Frage ist, wen machen wir zum Kapitän? Also ich würde sagen, den hier, den tun wir mal hier dazu. Der kann Degenkolb schützen. Die anderen beiden, die werden dann frei fahren. Die hier sollen angreifen können. Also ein Timmer zum Beispiel, das ist ein guter Fahrer für einen Angriff, für einen Ausrittversuch. Den Breitler, ja, der Breitler, nix da, Breitler. So, und Barkuil, den lassen wir auch ausreisen. Der soll zwar hier aufs gelbe Trikot gehen und so weiter, aber ich bin am Überlegen. Ich bin am Überlegen. Also wir werden uns die Etappe gleich nochmal angucken, wenn wir in der Etappe drin sind. Ich will jetzt hier auch nicht so viel Zeit damit verschwenden, hier diese ganzen Geschichten hier zu planen. Ist ja meistens sowieso so ein Fall für sich. Und ja, wir gucken das uns gleich nochmal an auf der Etappe. Wir gehen erstmal auf die Etappe. So, hier sehen wir die Favoriten für die Etappe und das freut mich, dass wir hier Degenkolb vor Cavendish und vor Kittel haben, wobei Kittel es wahrscheinlich hier nicht schafft. Tyler Farrar sieht ganz gut aus, dann haben wir hier Theo Boss, Modolo und so weiter. Oss ist auch noch dabei, Bennett, aber Degenkolb ist hier momentan der absolute Favorit für diesen Sprintsieg und mein Rechner gibt gerade Vollgas, weil wir hier die Vegetation laden. Bin mal gespannt, wie lange es dauert. Ah, und wo wir gerade da oben den Tipp sehen, je niedriger die Moral eines Fahrers, desto unbeständiger sind seine Leistungen, erklärt auch, warum es vielleicht nicht ganz so gut läuft bei uns. Diese zweite Etappe beginnt und endet in Belfast. Sie führt das Peloton nach Norden zum Giants Causeway an der Atlantikküste. Ab dort folgt die Strecke mehr oder weniger dem Küstenverlauf entlang der Irischen See und nördlich der Bucht von Belfast wieder zurück in die Stadt zum Ziel. Dabei fährt das Peloton lange durch raues, offenes Gelände, sodass die Fahrer durchaus den Elementen ausgeliefert sein werden. Doch insgesamt gesehen stellt die 218 Kilometer lange Strecke keine großen Herausforderungen dar, auch wenn sogar Punkte für die Bergwertung vergeben werden. Dennoch dürfte es eine Etappe für Sprinter werden. Ja, und auf diese Etappe gehen wir jetzt mit 197 Fahrern. Und hier gehen die ersten Angriffe und von uns ist dummerweise keiner da, der diesen Angriff mitgehen könnte. Was ich natürlich überhaupt gar nicht gut finde. Deshalb lassen wir Petersen auch nochmal ein bisschen radeln, dass wir da wieder möglichst schnell hinterherkommen. Und es kommt Alstrad vor und jetzt geht der nächste Angriff. Ich krieg die Krise. Wo sind denn meine Fahrer, mit denen ich angreifen könnte? Wo sind denn die Fahrer, die auf Bergpunkte gehen sollen? Das Genau in kann diesem doch alles Augenblick nicht kommt es wahr zu einem sein. Angriff. Wo stecken die denn wieder? Ich hasse das, wenn die mich da im Arsch der Welt platzieren und nichts geht voran. Hallo? Wann kommt mal ein Fahrer von uns? Da hinten ist Barkuil am Popo der Welt. Dann haben wir hier Timmer, Breitler und noch einen anderen. Und wo ist dann der Degenkolb und der Loh? Oh Mann, ey, guckt euch das an. Was ein Riesenfeld. Und unsere Fahrer, die sind hinten, ja. Und vorne gehen die Angriffe. Und wir wollen doch mit angreifen. Das kann doch nicht sein, dass die das nicht schaffen. Der Petersen, den lassen wir hier gerade reintreten, wie ein Bekloppter. Der fährt die Ausreise immer wieder zusammen. Und wir haben einfach die Hoffnung, ja, dass irgendwann hier mal die vorkommen, die wir dann mit Das in die Feld Gruppe hat das schicken Tempo wollen. deutlich gedrosselt. Den Mannschaftskapitänen scheint der Ausreißversuch keine Sorge zu bereiten. Hallo, kommt Genau in irgendwann diesem mal einer Augenblick hat das vor? Feld zur Ausreißergruppe aufgeschlossen. So, da kommt Barkuil. Oh, ich krieg's in Krise, ey. Ich krieg dabei sowas die Krise. Jetzt mal ganz im Ernst hier. Der da vorne, der tritt mit 75 Sachen volle Kanne rein. Der Pulsschlag all unserer Fahrer ist so hoch. Und die Ausreißer, die kommen weg. Und Petersen,
Das ist ja auch geil. Wieso ist denn jetzt Petersen weggefahren? Können die nicht mehr folgen oder was? Also das muss mich jetzt gerade mal aufregen. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, dass mich das gerade mal aufregt. So, Degenkorb soll sich natürlich nicht verausgaben. Timmer eigentlich auch nicht. Der hier kann noch ein bisschen Gas geben. So, den machen wir mal auf Führungsarbeit. Und den hier auch. Mir passt das nicht, dass da drei Leute vorne sind. Das passt mir einfach nicht, ja? Also ich meine, es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, aber es passt mir einfach nicht. Es geht gegen meine Pläne und deshalb mache ich hier auch so ein Tempo und sage Nachführarbeit machen, weil also es kann einfach nicht sein. Bitte. Und die hängen uns ab. Es regt mich gerade auf. Wirklich. Wir haben versucht, Barquil vorne zu platzieren, um in diese Gruppe reinzufahren. Und jetzt hauen die ab und wir kommen nicht hinterher, obwohl wir sagen, hier 75% und Führungsarbeit. Also es ist doch ein schlechter Witz. So, Barquil, wir schicken ihn einfach in den Angriff. Das hat ja anders, hat das auch eh keinen Sinn. Anders geht doch eh nichts voran. So, die stellen jetzt alle mal ein, die können sowieso nicht mehr. Und mal gucken, was der Barquil schafft. Jetzt sorgen einige Fahrer endlich mal für Bewegung, für Tempo an der Spitze. Ach, sei einfach ruhig, du blöder Kommentator. Du gehst mir tierisch auf den Sack. Ich hab angegriffen. Und hab 10 Sekunden gut gemacht. Wollen die mich verarschen? Hinten blinkt alles, weil sie uns jetzt jagen. Ah, oh, es ist zum Kotzen, ey. Es Feld jagt uns, es Feld hilft den Ausreißern. Wirklich, ey, das... Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Ja, lasst mir die Ruhe. Ich bin gerade, also das bedient mich gerade, wirklich, ohne Witz. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Vielleicht gibt sich das Hauptfeld heute geschlagen. Greifen die der Nächsten Vorsprung an. Der Vorsprung beträgt schon mehr als eine Minute. Da vorne geht jetzt richtig die Post ab. Das leckt und stottert und knattert und macht und ruckelt. Das Feld staut sich und zieht sich wieder auseinander und... So, wir verheizen jetzt hier Petersen und Loh. Das ist mir jetzt gerade völlig schnuppe. Ey, wirklich, das geht mir so auf den Sack hier. Aber es ist ein Fehler. Ist kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das erst einen, dann den anderen. Ja, wir gehen jetzt hohes Tempo und die anderen ziehen uns weg. Das verstehe ich nicht. Ich trete hier mit 80 Sachen auf der Geraden rein. Mit 80% Leistung. Der Pulsschlag von unseren Leuten ist hoch. Und die Ausreißer fahren weg. Und die Angriffe, die kommen, die gehen auch noch durch. Es ist... Da sind einige, die versuchen, sich vom Feld abzusetzen. Ach komm. Was rege ich mich auf? Es ist, wie es ist. Wir haben ein Team, das ist nicht in der Lage. Was für ein explosiver Angriff. Der hat's wirklich in sich. Das ist wieder wie immer. Wir haben ein Team, das ist nicht in der Lage, seinen Job zu erfüllen. Unsere Fahrer strampeln sich tot, gehen kaputt. Der Loh fällt sogar zurück. Der schafft's nicht, hier einen Anschluss zu halten ans Feld. Die gehen hier, es ist windstill wohlgemerkt, die gehen hier so einen Affenzahn und die kommen nicht an die Ausreißer ran. Das ist doch nicht mehr normal. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. So, Timmer, gehen wir was zu trinken holen. Petersen kann rausnehmen. Ich habe keinen Bock mehr. Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. Also wirklich einig sind sie sich in der Spitzengruppe nicht. Einige Fahrer wollen führen, andere wiederum nicht. Jetzt wird angegriffen, das haben sie davon. Ich bin jetzt schon bedient. Wir fahren hier mit 54, 55 Sachen. Wir kämpfen unseren Arsch ab und kommen nicht an die Ausreißer ran. Was soll denn der Blödsinn, ey?
Was sind das für Monsterfahrer da vorne? Was haben die denn für ein Dopingmittel gestuckt? Jetzt versucht er alleine aus der Spitzengruppe wegzufahren. Die greifen noch an da vorne. Die greifen da vorne noch an. Ich krieg... So, ich bin gerade am Überlegen. Baku wiederholt sich langsam. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Da holen wir sie endlich. Dieses Fluchtversuchs. Das ist echt unglaublich. Keine Chance gelassen. Das ist echt unglaublich. So, jetzt ist Barquil mit vorne dabei. Das ist sehr gut. Und in 20 Kilometern gibt es einen Sprint. Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wir schicken jetzt den Low vor. Dass der ein bisschen Führungsarbeit macht. Was ist denn da hinten los? Warum fällt denn der Petersen jetzt so zurück? So, 15 Kilometer ist der Sprint. Ich will den Zwischensprint. Ich würde gerne mit Kittel den Zwischensprint fahren, um mal zu gucken, was der so reisen kann. Nicht mit Degenkolb, sondern mit Kittel, ja. Degenkolb, der soll seine Kräfte schonen fürs Finale. Mit dem will ich die Etappe gewinnen, wenn es geht. Nun gut, wie wir sehen, hat das Feld das Tempo erhöht. Und dadurch wird es jetzt deutlich schwerer. Ja, Kittel hat zu allen Sachen, die echt beschissen laufen. Zu allen Sachen, die echt beschissen laufen, hat der Kittel auch noch eine Tagesform von minus 3. Es ist langsam, ist es nicht mehr schön. Also ich kann bald nicht mehr drüber lachen. Was ist denn das hier? Alles staut und dann geht einer in Angriff, oder wie? Mensch, Kittel, fahr doch nach vorne. 80 frei fahren und du hängst mitten im Feld fest und kommst nicht nach vorne. Das ist doch ein Witz. Und die anderen, guckt euch das mal an. Das, guckt euch das doch mal an. Das ist doch nicht mehr normal. Das verdirbt einem ja langsam Spaß. Kittel, fahr vor. Hey, Jesus, nee, ey, wirklich. Das geschlossene Hauptfeld hat einen Zahn zugelegt. So, Cavendish ist stärker. Aber Kittel macht einen zweiten. Die Ausreißer haben ihren Versuch aufgegeben. Das waren ja gar keine Ausreißer. Keine Chance gelassen. Es waren ja gar keine Ausreißer. Wenn es wenigstens Ausreißer gewesen wären. Ich reg mich hier sowieso, ich reg mich gerade nur noch auf. So, jetzt fahren wir mit Barquil mal vor. Jetzt kommt Degenkolb und fährt Barquil vor die Nase, damit Barquil da nicht weiterfahren kann. Jetzt kommt Kittel und fährt Barquil vor die Nase, dass Barquil schön aufgehalten wird. Es ist... Zum Mäusemelken ist es. So, Barquil versucht sein Glück einfach mal mit wegfahren. Das sieht doch gut aus. Er kann sich lösen. Und hier hinten scheint keiner zu reagieren. Das trifft sich sehr gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen raus. Solange das wir den... Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt von dem Ausreißversuch. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Ja, solange wir uns hier... Der Vorsprung beträgt schon etwas mehr als eine Minute. Die lassen mich nicht ausreden. Solange wir uns hier einigermaßen erholen können bei dem, was wir hier tun... Was ist denn das jetzt? Solange wir uns einigermaßen erholen können bei dem, was wir hier tun, würde ich sagen, läuft's so.
Was ruckelt hier auf der Etappe rum, ey? Das ist ja nicht mehr feierlich. Was ist denn hier ab? Was geht denn hier ab? Selbst wenn ich die Kamera wechsle. Wer kommt denn da gefahren? Will ich den bei mir haben? Den will ich bei mir haben. Ruckel, ruckel. Ich mach sogar ein bisschen langsamer, dass er es schafft, ranzukommen. Es hat den Anschein, als würden die Fahrer im Augenblick ihre Energie sparen. So, arbeiten wir zusammen oder wie sieht's aus, Freund? Die halbe Distanz des Rennens haben die Fahrer hinter sich gebracht. Jetzt müssten eigentlich langsam die Mannschaftskapitäne kommen, um sich weiter nach vorne zu wagen. Der Führende hat jetzt mehr als 2 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld. Fährt er mal vorbei, macht Führungsarbeit? Tut er das? That's nice. So, 13 Kilometer bis zur Bergwertung. Wir konnten den motivieren, dass er mit uns zusammenarbeitet. Der Abstand zum Feld wird größer. Das kommt uns entgegen mit Parkwheel. Und dann geht's hier die ersten. Oder gilt's hier die ersten Bergpunkte zu sammeln? Auf einer 4er oder 5er Bergwertung. Das ist ja. Ne, 4er ist es. Das sind ja nicht wirklich viele Punkte. Und es ruckelt wie Hund, ey. Das ist nicht mehr normal. So, 5 Kilometer, sagt er. Zum Hauptfeld ist jetzt auf mehr als 5 Minuten angewachsen. So. Ich glaube, das wird hier jetzt ein Kampf um die Punkte. Ja, das war mir fast klar. Aber ihr seht's, es ruckelt. Und wenn es wieder aufhört zu ruckeln, ist der andere schon im Angriff. Ich habe doch gesagt, dass ich. Die Gruppe funktioniert überhaupt nicht. Jetzt wollen sie sich gegenseitig auseinandernehmen und greifen ständig an. Tja, super. Hast du toll gemacht, Barkwheel. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Nix, nee. Jetzt lutscht er wieder an mir rum, bis wir zur nächsten Bergprüfung kommen. Ein Ausreißversuch an der Spitze. Guckt mal, wie das ruckelt. Das ist doch nicht mehr normal. Bitte, ey. Oh nein, das liegt nicht an meinem Rechner. Oder selbst wenn es an meinem Rechner liegt, dann nicht deshalb, weil mein Rechner scheiße ist. Sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Sondern weil das Ding überhaupt nicht damit klarkommt. Ein Ende bereiten zu wollen. Es macht richtig Tempo und der Rückstand wird deutlich kleiner. Das ist irgendwie, ist das Banane. Ja, 5 Minuten haben wir Vorsprung. Wir versuchen hier weiterhin Energien zu sparen und uns einigermaßen gescheit im Rennen zu positionieren. Ich gucke gerade mal, wo der Timmer ist. Der kann da hinten mal Wasser holen, damit die da nicht völlig verdursten. Ah, ich weiß, warum es ruckelt. Hier ist riesen Meer im Anmarsch daneben. Viel, viel Wasser. Das war schon immer eine Schwäche von der Engine und meinem Rechner. So, jetzt kommt das Feld von hinten richtig rangeflogen. Noch 20 Kilometer bis zu der blöden Bergwertung.
So, diese Bergwertung, die gehört mir. Da kann der jetzt mal versuchen und machen, was er will. Und wenn er auf der Stelle stehen bleibt und bremst. Ja. Ruckel, ruckel, nein, im Angriff. Ey, da kriege ich zu viel. Erst wollen sich ein paar Fahrer um die Tempoarbeit drücken und jetzt wird angegriffen. So kommt die Gruppe nie durch. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Wenn ich angreife, ruckel, ruckel, geht mir auf den Sack. Wirklich. Ey, das geht mal gar nicht. Wie, die Bergwertung ist vor dem Hügel. Wollen die mich verarschen? Was ist das für eine Bergwertung? So, wir müssen aufpassen. Ja, der probiert's alleine. So, ich sag doch, das ist meine Bergwertung. Und jetzt versuchen wir alles hier. Wir lassen jetzt auf 85 fertig fahren. Der Vorsprung wird kleiner. Aber ich glaube nicht, dass er es schafft, fertig zu fahren mit 85. Mein Rechner geht gerade ab wie Hund. Da kommt Vöckler als Angreifer. Wir müssen jetzt mal hinten organisieren. Wie sieht's denn aus mit Kittel? Wie fit ist denn der noch? Den Kittel hängen wir mal... Können wir nicht. Okay, Timmer schützt Kittel. Kittel schützt Alstrad. Und Alstrad... Alstrad schützt Degenkolb. Kriegen wir das irgendwie hin? So, haben wir einigermaßen noch was hingekriegt, wie es aussieht. Oh super, Alstrad ist tot, Timmer ist tot. So, was geht denn hier? Was geht denn hier? So, wollt ihr mich verarschen? Die hatten doch gerade eben alle noch Energie. Scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Die hatten doch gerade eben alle noch Energie. Das kann doch nicht sein. Ja, super. Der ist am Arsch der Welt da hinten. Den könnten wir vielleicht mal vorne gebrauchen. Fahr mal vor, aber flott. Fahr mal vor, aber flott. Wir müssen hier ein bisschen umdisponieren. Kittel folgt ihm. So, Kittel hat noch Energie. Und Degenkolb folgt Kittel. So, dann nehmen wir mal diese ganzen Beschützerkrams da raus und sortieren nochmal durch. Und dann lassen wir ihn hier mit Energieriegel. Jetzt anfangen, einen Sprintzug zu fahren. Wir haben jetzt nur noch 15 Kilometer bis zur Ziellinie. Ja, jetzt hat das Feld die Ausreißergruppe wieder eingeholt. Bin ich irgendwie im falschen Film? Wieso überholt denn Kittel bitte schön jetzt den? Wenn ich sage, Kittel, folge ihm.
Also wirklich, mir fällt da nichts mehr ein zu. Mir fällt da langsam echt nichts mehr ein zu. Wo fährt denn der Kittel rum? Nun haben die Fahrer etwas an Tempo herausgenommen. Entweder wurde es ein bisschen zu schnell oder sie sparen ihre Kraft für den Endspurt. Also das, was gerade eben passiert ist, das ist total unlogisch. Und Kittel hat gerade eben Hub Hunt oder wie er heißt, kaputt gefahren. Der hat den Tod gefahren, der ist fertig mit Welt, der ist für den Arsch. Ich suche verzweifelt irgendeinen Fahrer, der uns hier noch helfen kann. Jetzt ist Timmer wieder einigermaßen erholt, aber selbst den, wenn ich den jetzt hier auf dauerhaft führen stelle, dass er wieder nach vorne fährt, das bringt ja wenig. So, Bakui soll mal die Position halten, bevor der ganz durchgereicht wird. So, Hupor ist tot. Kittel, ja, keine Ahnung. Wir suchen uns da jetzt einen anderen. Es sind jetzt nur noch 10 Kilometer. So, entweder schafft es Timmer vorzukommen und noch Energie zu haben, oder wir müssen es ohne Anfahrer machen. Die Helfer der favorisierten Sprinter halten das Fahrerfeld zusammen. Kittel ist tot. Zu einem Sprintfinish kommen. Ich komme mir vor, als... Was machen die denn? Was ist denn da, dass Kittel jetzt da abstirbt? Der fährt mit 75 hinterm Pölz her und stirbt von eben auf jetzt komplett ab. Der Pulsschlag wird rot, die Energie fällt, genau wie bei Timmer, Energie fällt tot. Und da soll ich mich nicht aufregen. Kittel ist raus. Degenkolb muss es allein machen. So, da kommt was, sowas wie ein Sprintzug. Da müssen wir aufpassen. Da hängt Cavendish dran. Sag mal, 5000 Meter. 5000 Meter, ich sag Degenkolb, häng dich an Cavendish ran. Mann, ey. Wenn hier mal einer machen wird, was er soll, jetzt ganz im Ernst, ich stick gleich aus, das gibt's doch nicht sowas. Dieses Spiel bringt mich echt zum Wahnsinn. Ich hab einen Plan im Kopf, es interessiert keinen Schwanz, was ich hier plan, wirklich. Häng dich an den ran. Was macht er? Er lässt sich erstmal zurückfallen. Lässt sich dann abdrängen und guckt dann mal ganz gemütlich, was er denn machen könnte. Das geht mir auf den Sack. Sorry, dass ich gerade ausflipp, aber das geht mir gerade auf den Sack. Das geht mir so auf den Sack, dass ich es gar nicht beschreiben kann, wie es mir auf den Sack geht. Ich will ans Hinterrad von Cavendish. Jetzt fahren andere vorbei. Es gibt wieder totales Chaos. Ich werde blockiert. Da lässt sich jetzt Stegmanns zurückfallen. Vorne fangen die ersten an zu sprinten. Degenkolb sitzt ganz gemütlich in seinem Rad und sagt, boah, mal gucken. So, da kommt Farah. Ich bin am überlegen, sollen wir uns an Farah ranhängen? Der hat nicht die Werte. Wir müssen ans Hinterrad von Cavendish ran. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Das interessiert ihn ja nicht hier. Und los geht's. Der ja, Arschlecken Bonanza. Ich sprint. Um die besten Positionen. Ich wollte ans Hinterrad von Cavendish dran. Schaffen wir es wenigstens Dritter zu werden. Einfach fabelhaft. Das ist zum Kotzen. Er konnte die anderen Begleiter in dieser Ausreißergruppe einfach stehen lassen und so das Rennen gewinnen. Wenn nichts läuft, wie es soll. Fahr vor, bis er vorne ist tot. Okay,
Kittel für. Kommt, kleiner Hügel, Kittel auch tot. Die Fahrer im hinteren Teil des Feldes haben es geschafft, das Ziel zu erreichen. Es war eine wirklich kräftezehrende Etappe. Ach, ficken. Hier sind die Rennhöhepunkte, die wir für Sie ausgewählt haben. Wir setzen sich da hinten aufrecht hin. Alles nicht mehr normal hier, wirklich. Timmer tot, ist ein Kämpfer. Kämpfer und Ebenenfahrer tot. Kittel tot. Alle tot. Degenkolb hat Energie. Ich sag, häng dich ans Hinterrad von Cavendish. Das interessiert dir nicht. Hängt sich nicht ans Hinterrad von Cavendish. So, da sind sie gleich auf. Und jetzt beschleunigen die anderen und der wird stehen gelassen. Weil ich musste ja sprinten. Was hätte ich machen sollen? Ich war 8 Fahrer hinter Cavendish. 8 Fahrer hinter dem. Wenn ich da nicht gesprintet hätte, dann hätte wieder irgendeiner, wenn ich gerade auf Sprintnet gehen wollen, dann wäre Cavendish losgesprintet. Dann hätte irgendeiner vorne gedacht, oh, ich mach mal langsam, und dann hätte es mich 25 Meter nach hinten gerobbt und dann hätte ich auf Sprinten gedrückt und bis meiner beschleunigt hätte, wäre der Cavendish im Ziel gewesen. Also musste ich sprinten. Fällt mir nichts mehr ein, so, ey. Ich bin... Unsere Fahrer kacken einfach in Sprints ab. Egal wie gut sie sind. Das Cavendish holt unterwegs einen Zwischensprint und gewinnt das Ergebnis. Also. Wenn ich einen Zwischensprint gewinnen will und will im Ziel gewinnen, habe ich keine Chance. Cavendish macht's mal easy going. Ja, warum steht der da oben nicht? Barquil? Barquil hat die letzte Punktwertung gewonnen. Ist noch punktgleich, kann doch nicht sein. Ich sag nichts mehr dazu, ich reg mich eh nur auf. Bringt ja nichts. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie dieser Sprint gelaufen ist. Und wenn jetzt irgendeiner in die Kommentare schreibt, dass er es versteht, weil ich Fehler gemacht hätte. Ey Leute, ganz im Ernst, wo habe ich denn einen Fehler gemacht? Ich will die Fahrer vorne in einen Sprintzug aufbauen. Ich sage, ich will einen 4-Mann-Sprintzug aufbauen. Kittel hinten, nicht Kittel hinten, Degenkolb hinten, Alstrad als Anfahrer davor, Kittel noch eins davor, weil er sowieso nicht so viel Energie hat, der wird das nicht durchstehen. Und davor Timmer, der ist Kämpfer und eben ein Fahrer, der soll leaden. So, so gehe ich auf die letzten, keine Ahnung, 10 Kilometer. 15 Kilometer. Auf einmal fängt Alstrad an zu blinken. Er kann nicht mehr. So. Dann fängt Timmer an zu blinken. Er kann nicht mehr. Dann denke ich, oh, wen habe ich noch, der Energie hat und der einigermaßen Kämpferwert hat und Ebenenwert hat. Oh, ich habe da noch diesen Hapsut oder wie er heißt. Den hole ich mal vor. Ich hole ihn also vor. Er ist kaum vorne angekommen, kommt eine kleine Welle, pupp, tot. Schlagartig tot. Wer bleibt übrig? Kittel bleibt übrig, Degenkolb bleibt übrig. Ich sage, okay, da machen wir es halt mit 2 Leuten. Ist nicht optimal. Hängen wir Degenkolb hier an Pöls ran. Es kommt ein Hügel, Degenkolb tot. Kittel tot. Was ist denn da... Erklär's mir bitte einer. Erklär's mir bitte einer mit... Nicht mit, ich kann's erklären, sondern erklär's mir mal bitte einer so... Warum ist das so gelaufen? Was genau ist daran schuld, damit ich es vielleicht irgendwann mal verstehe? Dritter ist nicht schlecht. Ich beschwere mich nicht, dass ich Dritter bin. Dritter ist okay. Aber ich verstehe es nicht. Warum? War es die 2. Etappe? Geschissen drauf. Die nächste wird schlimmer. Weil immer wenn man denkt, das wird besser, wird sowieso schlimmer. Also die nächste Etappe wird wahrscheinlich noch schlimmer. Gucken wir gleich mal. Ist vermutlich direkt eine Bergetappe, wenn irgendwann mal das Ganze berechnen und laden da rum ist. Super, wir sind schon beim 50-Minuten-Part gleich angekommen.
Hab ja sonst nichts zu rendern und hochzuladen. Kurz davor hier echt einen Stecker zu ziehen, wirklich. Es regt mich in letzter Zeit regt's mich einfach nur noch auf. So, Docker wirft's Handtuch. Da hat schon einer die Fresse voll, ich hab's auch voll. Was sind das da? Hügel beschleunigen? Gucken wir mal. Na, es geht sogar. Ist nochmal eine Sprintetappe. Vielleicht können wir es hier besser machen. Immerhin hat Degenkolb jetzt einen ausgezeichneten Rhythmus. Und vielleicht schafft es Alstrad ja jetzt mal irgendwie seinem Kapitän zu helfen und den Sprint zu gewinnen. Und es gibt nicht wieder so eine Ein-Mann-Show, wo er sich allein durchkämpfen muss. Das wäre herrlich. Das wäre schön, wenn es einfach mal klappen wird, was ich vorhab. Ich hoffe, es klappt beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr guckt euch das auch an, obwohl ich hier wieder mal ein bisschen ausgeflippt bin, aber ich verstehe es halt nicht und wenn ich was nicht verstehe und dann geht halt manchmal ein bisschen die Emotion mit mir durch. Ich hoffe, ihr guckt euch das nächste Mal trotzdem wieder mit an, drückt mir die Daumen, dass es funktioniert und seid wieder dabei, wenn es heißt, Herr Nick frei zockt Radsportmanager 2014 und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.